Hallo Leute, wir wollen euch ganz herzlich einladen und zwar zu einem Rüstwochenende im Bregenzer Wald. Vielleicht fragt euch, was hat der Cornelius jetzt dort zu tun? Ja, es ist ganz einfach so, ich habe einen Kontakt gekriegt zu ein paar Geschwistern, die ich wirklich schätzen gelernt habe. Ich habe dort oft Dienste dann getan, wir haben Evangelisation gemacht und daraus ist etwas entstanden. Und darüber möchte ich euch gleich berichten. Der Grund, weshalb wir dieses Rüstwochenende machen wollen, ist aber eher, ich sag mal, geistlicher Natur. Wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren wirklich Jesus bei vielen Menschen und auch bei vielen Gemeinden völlig aus dem Fokus gekommen ist. Es gibt diesen Spruch, manche sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und genauso kann man sagen, viele sehen vor lauter Christentum Christus nicht mehr. Und viele sehen vor lauter Themen, die in den Gemeinden Einzug gehalten haben, das Evangelium nicht mehr. Wir reden über Ukraine, wir reden über Corona, wir reden über vegan oder nicht vegan und über so viele Dinge. Unser Herzensanliegen ist, dass die wahre Reformation wieder ins Zentrum gerückt wird. Und darum geht es nicht um 1500 irgendwas oder 1700 oder welche Reformation wir immer jetzt meinen, sondern um die echte Reformation, nämlich die Zurückformierung in das Bild Christi. Das ist das Ziel Gottes. Dieses Wort, der Erstgeborene, Jesus Christus, das griechische Wort beginnt mit Proto. Und wir kennen das von Prototyp. Wenn etwas in Serie gehen soll, in einer Produktion, dann macht man einen Prototyp. Das ist dann der Erste und die anderen sollen so werden wie der. Ich glaube, viele Christen und viele Gemeinden haben gar nicht verstanden, um was es Gott eigentlich geht, dass wir zurück verwandelt, zurück transformiert, zurück reformiert werden sollen in das Bild Christi, dass wir in der gleichen Harmonie und Abhängigkeit mit Gott dem Vater leben wie Jesus. Darum soll dieses Wochenende gehen. Wir laden also herzlich ein, Gläubige, egal zu welcher Kirche du gehörst, vielleicht auch im ganzen Ältestenkreis, macht doch mal einen Ausflug gemeinsam, lasst euch neu inspirieren, vielleicht Prediger, die selber ja vielleicht mal eine neue Inspiration brauchen. Das Tolle ist, dass wir dort wirklich im Dreiländereck sind, Bregenzer Wald, also für diejenigen, die nicht wissen, wo das liegt. Das ist an der österreichischen Grenze zu Deutschland. Ganz nahe eigentlich an der Grenze, wo man rüberfahren kann, unten bei Bregenz am Bodensee dort. Und das Interessante ist, ich habe ja viele Verwandte und bekannte Gemeinden im süddeutschen Raum. Jetzt habe ich neue Bekanntschaften bekommen in Österreich und wir haben Verwandte auch in der Schweiz. Und jetzt der Film, der seit einiger Zeit im Netz ist, Gott ist am Werk, der wird ja im ganzen deutschsprachigen Raum gesehen und wir haben viele, viele Rückmeldungen bekommen, so dass wir gesagt haben, du, vielleicht können wir einen Schritt weiter gehen und wirklich zu diesem Wochenende einladen. Das wäre richtig toll, wenn du dich anmelden würdest. Ich sage euch mal ein paar Informationen. Falls ihr euch fragt, ob das für euch drin ist. Also, zuerst das Datum. 27. bis 29. Oktober. Könnt ihr euch mal vormerken. Ihr könnt das auch weiter sagen. Also, dann, das Ganze soll stattfinden in einem Hotel, das wir extra gebucht haben. Das heißt Canisvlu. Und das ist benannt nach dem höchsten Gebirge, was dort ist. Ein wunderschöner Berg, auf dem man rauf wandern kann. Und die Route ist gar nicht mal so schwer. Und dieses Hotel ist eine Erlebnisgastronomie, also mit allem drum und dran. Es gibt Spielplatz, Sportanlagen, ihr könnt das euch auf Video angucken, Canisvlu, Erlebnisgaststätte, sogar ein Streichelzoo gibt es. Also Leute, da ich glaube, das wird ein heftiges Wochenende, wenn ich alleine sehe, was die da uns an Speisen auffahren wollen, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Das Ganze wird gehen also von Freitag bis Sonntag, Freitagabend bis Sonntagvormittag. Und wir haben Halbpension, das heißt Frühstück, Abendessen. Und das Ganze zusammen mit Wellnessbereich und allem drum und dran kostet dann pro Person 150 Euro. Kinder, das ist gestaffelt, kosten weniger. Wer da mehr Informationen haben will, könnt ihr euch melden, könnt ihr auch kriegen. Also, rechnet das mal für euch durch, betet mal drüber, ob das für euch interessant ist. Wir würden uns als Familie wahnsinnig freuen, wenn wir so viele wie möglich von euch dort sehen würden. Ihr wisst, wir sind in Schweden, wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Aber wir wollen als Familie dort sein.
Und wir hoffen natürlich, dass so viele Freunde und Bekannte wie möglich kommen. Anmeldeschluss ist Ende Mai. Das ist sehr wichtig, weil wir müssen dann gucken, ob wir die Teilnehmerzahl zusammenbekommen. Und sehr wichtig ist auch, ihr könnt als Tagesgäste auch kommen. Also es sind ja viele, die dort in der Nähe wohnen. Meldet euch trotzdem an und sagt uns, dass ihr als Tagesgäste kommt, weil wir müssen ja die Größe des Saals bestimmen. Es ist ein Unterschied, ob wir dort, ich sag mal, 60 Leute sind oder 300 Leute sind. Wir müssen also gucken, welchen Saal wir dann anmieten für dieses Wochenende. Und falls es so sein sollte, was wir natürlich hoffen, dass das Hotel völlig ausgebucht ist, dann besteht da immer noch die Möglichkeit, dass ihr in anderen Hotels oder privaten, ja, es gibt ja Leute, die privat vermieten, weil das ist dort ein Riesentouristengebiet auch. Und in der Zeit ist dort nichts los. Also Hotels gibt es dort noch und nöcher, da könntet ihr auch sonst wo noch unterkommen. Das heißt, dieses Kanisflu Hotel ist ja die eine Möglichkeit für den Anfang, aber es gibt ja weitere. Wir hoffen natürlich, dass viele kommen und dass wir auch noch, wenn es gut läuft, andere Hotels belegen. Das wäre richtig cool. Unser Wunsch ist wirklich, dass eine neue Bewegung startet. Wir wollen dort nicht neue Gemeinden gründen. Wir wollen auch den Leuten nicht die Gemeinde ausreden oder den Gemeinden die Leute wegklauen, sondern es soll eine Bewegung sein, die die Gemeinden unterstützt und die wieder dahin führt, dass Jesus Christus ins Zentrum kommt. Bevor ich euch die E-Mail-Adresse gebe zum Anmelden, möchte ich euch was von Paulus vorlesen, der sagte, 1. Korinther 2, Vers 2 ist es beschrieben, denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das ist unser großer Wunsch und dazu laden wir ein. Dazu muss man eine Entscheidung treffen. Deswegen, auch wenn du dorthin kommst, entscheide dich dafür, dass wenn du dorthin kommst, dass du mit den anderen Gästen, die du kennenlernst, über nichts anderes redest, als über Jesus Christus, den Gekreuzigten. Es kann nicht sein, Leute, dass man auf dem Weg zur Garderobe einen neuen Menschen kennenlernt und mit ihm, bevor die Jacke aufgehängt ist, schon irgendein Thema angefangen hat, das manche als Konspiration ansehen. Leute, das ist heutzutage so eine Unart geworden. Wir reden und streiten über Impfungen, über dies und jenes und über irgendwelche Randgebiete in der Theologie. Unser großer Wunsch ist mit diesem Wochenende wirklich Jesus Christus, sein Evangelium in das Zentrum zu stellen und wieder darauf aufmerksam machen, wozu Jesus Christus eigentlich gekommen ist. Also, jetzt kurz die E-Mail. Jetzt müsst ihr einen Screenshot machen, Leute. Anders wird es wohl wahrscheinlich nicht gehen. Das ist eine sehr lange E-Mail. Macht einen Screenshot. Wenn ihr diese E-Mail nicht lesen könnt, wenn euch das zu kompliziert ist, dann könnt ihr euch auch bei uns auf der privaten E-Mail von uns anmelden. Wir werden das dann weiterleiten. Ich lese das jetzt auch noch mal vor, damit ihr es hört. Das ist also Moosbrugger mit 2 O und Doppel-G. Moosbrugger. @fmatbits.on Microsoft, also Microsoft.com. Eine lange E-Mail, aber ich hoffe, sie funktioniert. Und teilt das bitte weiter, ladet ein, wäre richtig schön, wenn wir dort viele Leute sehen, Verwandte, Bekannte, Geschwister. Also, Gott mit euch, macht's gut.